Einen wunderschönen guten Tag von Dacker Dacker TV aus dem Keller der Lust beim Max zu Hause. Guten Tag, Max. Mahlzeit, René. Mahlzeit. Wir haben uns zu einer charlanten Runde Warhammer 40k hier eingefunden. Eingefunden, richtig. Ne, genau. Und ja, wir spielen heute keine richtigen 9. Edition Hardcore-Missionen. Wir werden gleich mal wieder Karten ziehen. Ja. Dazu gleich mehr, würde ich jetzt mal sagen. Und, warte mal. Wie sieht das denn aus? Ja, das war schon richtig, Max. Das Echt? Ist eine Zweier-Einheit und eine Einer-Einheit. Ah. Weil ich natürlich noch die mit reingenommen habe. Na? Sieht aber nicht... Drei Sturmauswahlen. Ja, so, jetzt hast du es schon verraten. Ja, 1250 Punkte spielen wir heute. Ich habe meinen Jeans-Dealer-Kalt heute mal ausgepackt. Da sind wir ja noch einen richtigen Spielbericht drüber schuldig, sozusagen. Ja, manchmal klappt es nicht. Ne? Ja. Oder manchmal gewinnen. Ja, manchmal verlierst du, manchmal gewinnen die anderen. Genau, richtig. Ja, ich spiele wieder hier das Klingenzahnrad. Das ist mein Kult für heute. Ich habe einen Magus dabei. Der hat zwei Zauber, der hat die Massenhypnose und die Unheilige, oder wie nennt sich das? Der kann auf jeden Fall noch einen 5er Phenopäen-Zauber. Also Katalyst. So, genau. Dann habe ich einen Patriarchen dabei natürlich. Das ist auch mein Warlord. Der hat auch zwei Sprüche, die Macht von aus dem Jenseits und den Psychik-Stimulus. Ich habe den noch gar nicht gesehen. Max hat ihn gerade einfach mal weggenommen. Dann hat er wieder das Relikt bekommen. Das Zeichen des Clown Omnissiah gibt ihm 4er Rettungswurf. Vierer? Kann dein Tyranniden nee, nicht. Nee, hätte ich gerne für meinen ja, Lord. Kann ja, ist ein Relikt. Weil die 5er schaffe ich nicht zu würden. Plus 1 Rettung. Ja, voll weiß. Gut, ne? Würde ich nehmen. Voll gut, finde ich. Würde ich nehmen. Und der hat die Single-Minded Obsession als Warlord-Trait. Das suche ich mir gleich nach der Aufstellung eine Einheit von dir aus und wenn Einheiten um mich herum, also meine Einheiten dürfen dann Verwundungswürfe wiederholen gegen diese eine Einheit. Ah, ne? Das ist ja frech. Genau, dann habe ich ein paar Kerneinheiten. Ja, ich habe 20 Akolyten dabei, ist unschwer zu erkennen. Der große Blob, da ist eine Ikone dabei, ist ein Chef dabei und 4 Makitas. Oh, sehr wichtig. Ne? Dann habe ich einen 10er-Trupp mit Ikone, Chef und 2 Makitas. Dann habe ich 2x5 Akolyten, jeweils mit 3 Handflamern. Okay. Ne? 12 Zoll W3, W6 Schuss, Stärke 3. Ne? 3 Stück davon. Handflammenwerfer schießen so weit wie ein normaler Flammenwerfer. Ja, ist krass, ne? Finde ich ja. Gut. Fand ich auch lustig. 2x10 Neophyten mit Nischt dabei. Dann habe ich Aberrants dabei. 5 Stück, 2 mit Hammern, 3 mit Picken. Dann habe ich den Kelormorph dabei. Das ist heute mein einziges Elite-Charaktermodell. Eine Einheit, wie gesagt, wie schon vorweggenommen. 2 Witch Runner mit schwerem Bergbaulaser und 1 mit schwerem Bergbaulaser. Und ich habe noch 4 Atalan Jackals dabei. Die habe ich gerade neu bemalt, deswegen musste ich sie natürlich sofort ausprobieren. Vernünftig. So, die müssen wir gleich noch aufstellen. Ah, so richtig. Die habe ich heute mal mitgebracht, einfach, ja. Ne, weil es irgendwie natürlich passt. Zum Keller der Lust mit Schwarzlicht und so weiter. Ja, nee, Schwarzlicht habe ich mitgenommen, weil ich möchte noch sehend hier wieder rauskommen und nicht blind werden. So, und jetzt gucken wir mal, was du dabei hast. Ja, Max, was hast du dabei? Ich dachte mir, ich spiele die Imperiale Armee ohne Astra Militarum, also Sions. Ich dachte, die Elite der Menschheit, die nicht transhuman ist... Du musst mir jetzt gleich sagen, was soll ich denn jetzt in den Battle Report reinschreiben? Ist das Jeans-Stealer-Kult gegen Militarum Tempestus, ne? Ja, genau. Ne? Das hört sich gut an. Das, okay. Und zwar sind das die Kollegen, die mehr Reichweite beim Schießen haben. Die Löwen? Die 43. Jota-Drachen. Ah ja. 6 Zoll auf Reichweite auf Schnellfeuerwaffen. Also, ah ja, gut. Alle Flammenwerfer... Ich glaube, der Granatwerfer ist auch schnell Feuer und die Lasergewehre halt. Okay. Da habe ich dabei Hakus, 2 Tempesto, also ich habe ein Bataillon dabei. Ein Bedellien. Ich habe auch ein Bedellien, habe ich gar nicht gesagt. Ja. Ich habe einen Primaris Psioniker dabei. Mhm. Eine Zauberin, die hat zwei Zauber, einmal Rüstungswurf verbessern, einmal schlechter Treffen machen. Dann habe ich dabei 2 Tempesto Signs. Mit Blaster-Pistole. Tempesta Primes, ne? Tempesta Primes, Entschuldigung. Genau.
Mit Plasserpistole und Energieschwert hat der Kollege mit dem Umhang. Der ist auch gleichzeitig mein Kriegsherr und hat die Fähigkeit, weil es gibt keine vernünftige, einfach den üblichen großen Strategen. Also ja, gut. Wiederholungswürfel, also CP-Farmen. Dann hat er noch Corvus Aquila, also nochmal CP-Farmen. Okay. Ja gut, dass du das, hast du letztens beim Ultramarin-Spiel übrigens auch komplett vergessen. Ja. Aber ich hatte es dir vorher gesagt. Es hätte auch, glaube ich, nicht so viel geändert. Dann habe ich noch einen zweiten Tempestor Prime dabei. Das ist nicht mein Kriegsherr. Der hat aber trotzdem, weil ich so nett bin und so viel CP habe, hat er einen, also der hat einen Kommandostab dabei und einen Knüppel. Weil kann er halt haben. Brauchst du im Keller der Lust, ne? Das ist aber ein etwas anderer Knüppel als wie der, den die Obrins dabei haben oder die Bulgrins. Der macht plus 3 Stärke, also hat der Stärke 6, minus 1 und 1 Schaden. Ja. Das ist eigentlich ein bisschen witzlos, aber egal. Den hat er dabei, den Knüppel, der ist sogar hier an seinem Gürtel. Also hat er den. Und dann hat die Pistole, hat einen diesen Befehlskommandostab, damit kann er 2 Befehle machen. Na gut. Und der hat auch bekommen das Relikt, dafür habe ich ein CP ausgegeben, dass er auf 4 plus auf eine Einheit 2 Befehle zaubern kann. Das okay. heißt, er könnte theoretisch 2 Einheiten 2 Befehle geben. Ah ja. Dann habe ich dabei, ne, meine Zauberin, habe ich gesagt, das war mein Hakus. Dann habe ich dabei Standard, 1, 2, 3, 4 Trupps Sions. Mit die großen Trupps haben jeweils 2 Plasmawerfer und 2 Melter drin. Und die Chefs haben mal eine Energiefaust, mal eine Plasmapistole, mal ein Energieschwert. Und einen kleinen Trupp, der hat 2 Granatwerfer. Jo. Dann habe ich dabei Elite-Sektion 3 Bulgrins, 3 Ogrins, also Iggy Bauchschlitzer und Oleg, Lolek und Bolek sind dabei. Und Kreuzritter mit Schwert und Energieschwert und Schild. Hat aber leider keinen 3er Rüster mehr. Vierer Ritter, ja. Ein bisschen traurig, aber gut. Und natürlich 5 Sniper. Rattlings. Oder katachanische Sniper sind das. Ja, die haben halt so ein bisschen so Knochenstreckung gehabt. Und einen Astrophatin und einen, wie heißen die Verrückten, die Leute ansprechen, Priester. Okay. Einen Priester habe ich auch dabei mit Kettenschwert und so Gedöns. Dann habe ich einen Taurox Prime mit kleinem Kampfgeschütz, Sturmbolter und Maschinenkanonen. Und als Highlight ein Eversor. Eddie, die Eversor-Assassine. Genau. Gut, auch ungefähr 1250 Punkte. Ja, wir haben so ein bisschen weniger. Sowas, ja. Ist egal. Was? 2 lustige Armeen. Ne? Ja. In einer lustigen Mission, ja. Zu der wir jetzt mal kommen. So, wir spielen heute Open War, offener Krieg. Wir haben wieder Karten gezogen. Die drei sind jetzt bindend. Wir haben jetzt hier keinen besonderen, wie heißt das? Wir haben keine Kriegsliste oder sowas gezogen. Wir haben einfach eine Mission, eine Ausstellung und einen besonderen Umstand. Wir stürmen heute unsere Reihen. Ne? In ja. jeder Ausstellungszone liegen 3 Marker jeweils verteilt. Und die gilt es einzunehmen. Es gibt einen Punkt, wenn man die eigenen hält, und 2 Punkte, wenn man den gegnerischen Marker hält. Und lustigerweise, ne, man zieht es ja nacheinander. Wir haben auch gut gemischt. Ne? Ja, wir haben gut gemischt. Haben wir. Ne? Also richtig hier so einmal auf dem Tisch. Die Kartenprofis so, ne? beim Poker. Haben wir diese lustige Aufstellungszone gezogen. Ja, wie geil ist das denn, oder? Ne? Das ist dann ausgerechnet noch sowas, mit wo in der Mission was mit der Aufstellungszone ist. Und dann auch noch eine lustige ziehen. Mit einer geil. Lustigen Aufstellungszone. Genau. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass es eine lustige Aufstellungszone ist? Nee, ich mir war gerade so, als hätte ich es noch nicht gesagt. Eine lustige Aufstellungszone. Genau, und wir haben starken Wind heute. Ne? Starken Ostwind. Ja, wir haben minus 1 Bewegung und minus 1 Vorrücken und Angriff. Das ist echt heftig, ne? Schocken ja. und Angreifen ist nur relativ schwierig so, ne? Ist fast nicht möglich, sollte man lassen. Ja, tut mir nicht ganz so weh wie dir, aber... Das ist unsere Mission und jetzt zeigen wir mal kurz das Spielfeld. Das ist das Spielfeld heute im Keller der Lust. Wir haben schon die Aufstellungszonen abgesteckt. Hier haben wir eine, die ist 9 Zoll von der Kartenseite.
18 Zoll in der Mitte, ne? Ja. Vom Mittelpunkt aus jeweils 9 sozusagen. Und hier nochmal 9 Zoll. Ja, Max, und wir haben schon gewürfelt, ne? Du bist ja Verteidiger, du hast hier die mittlere Ausstellungszone ja, ausgesucht. Ja, das passt so als imperiale Armee. Und wir greifen sozusagen an, ja. Ne? Vom Kult, nieder mit den Oppressern, ne? Wie heißt das nochmal, mit den Unterdrückern. Unterdrückern. Ne? Heute gibt es richtig auf den Senkel. Und deswegen. Schon wieder, das haben die, habe ich mit der Ultramarines, da habe ich das noch nicht ganz verkraftet. Und deswegen wird der Kult sich hier aufstellen, auf den Flanken oder nicht aufstellen. Und ich muss schon wieder was sagen, ich habe schon wieder meine Blips vergessen. Ah, ne? Ich habe auch keine Ersatz. Wir nehmen Würfel. Ja. Ist ja auch egal. Passt. Ist ja auch egal. So, ich habe hier 2 Marker hingelegt. Der Max hat natürlich 3 in die Mitte gelegt. Also da, man kann sie selber hinlegen. In diesem Open War Mission nacheinander. Aber in einer 18 Zoll Ausstellungszone, 6 Zoll vom Rand und 9 Zoll voneinander entfernt, ja, da kann man jetzt eigentlich, hat man nicht so die Variation. Naja. Ne? Und mein dritter Marker ist hier. So, und wir bauen jetzt auf und dann sehen wir uns im Roll-Off wieder. Bis gleich. Wir haben aufgebaut, der Max in der Mitte, wie angekündigt, der hat die Eversor Assassine in. In Schock. Meiner ist ein Mann. Achso, das ist ein Kerl? Ja, ah, okay. Alles klar. Ja, hier im Dungeon ist Geschlechter wichtig. Ja. So, ne, hier auf den Markern außen jeweils eine Mutanteneinheit sozusagen. Ne, guck mal, hier, du machst das schon. Hier ist irgendwie. Ja, ich hab dir schon einen von deinen. Da wird wieder einer gebrütet, ne? Ne, der ist ja gefangen und wird seziert. Das ist ja noch schlimmer. Ja. Und dann machst du mich jetzt noch wütend? Okay. Ja, natürlich. Hier oben im Adlernest, die Rettlings. Die haben beste Stadt-Tarnschema. Ja, total. Am besten wäre noch ein Blaulicht oben am Kopf. Ja. Sitzen wir hier im Tarox? Nee. Gut, dann hast du überall deine Truppen verteilt. In der Mitte 3er Retter, ne, sehe ich. 4er Rettungswurf am Marker. Ja, und ich habe hier Würfel hingelegt, ne, so als Blips. Ja, machen wir jetzt einfach mal so. Ja. Geht jetzt halt nicht anders. Und ja, jetzt bleiben sie nur zu würfeln, wer anfängt, Max. Ja. Und ja, ich würde sagen, ich habe jetzt auch hier mal einen Würfel parat. Sehr gut. Du bist Gast. Ich darf zuerst. Ich habe dich gerade gewürfelt. Ich will nicht anfangen. Ja, du darfst aber anfangen. Ich hätte auch lieber als erstes dann nicht eine Runde mehr schießen können, aber so ist okay. Ja, ich muss wieder anfangen mit dem Kult. Das zweite Mal. Und ja, ich stelle Figuren auf dem Spielfeld, jetzt endlich mal. Dann bewege ich mich und dann sehen wir uns am Ende der Bewegungsphase von Zug 1 Genezealer wieder. Bis gleich. So, der Kult hat sich positioniert und leider habe ich mich auch schon bewegt. Ich habe mich nicht bewegt, weil ich will erstmal eine Runde schießen mit den hinten mit den Ridgebanner. Ich zeige mal kurz, wie ich mich aufgestellt habe. Hier ist der 20er Akolytenblock mit dem Patriarchen. 10 Neophyten mit Magus. Dann bin ich hier mit dem einzelnen Ridge Runner hingekommen. Hier hinter stehen, das ist ziemlich verdeckt, das ist zwar nicht jetzt obscured direkt, aber der Max sieht die nicht, die 4 Bikes. Hier sind nochmal 2 Ridge Runner und an diesem Marker sind die Neophyten geplöppt sozusagen. So, und ich kann jetzt erstmal den Taurox versuchen rauszunehmen mit den Ridge Runnern. Ja, versuch mal. Und ja, in meiner zweiten, dritten Runde können ja Verstärkungen kommen. Und ich habe jetzt einfach noch keinen Grund nach vorne zu gehen, weil ich ja, wie gesagt, auch erstmal am Ende meiner Runde 3 Punkte kriege, weil ich ja meine 3 Marker hatte. Ne? Und ich würde sagen, Max, dann schießen wir mal ein Ründchen. Weil gezaubert wird auch nicht. Ich brauche keine Massenhypnose, ich brauche kein Smite, dafür muss ich sehen. Ich brauch mir nicht ein Fino Pain machen, weil du kannst mich ja nicht beschießen. Ich bin ja komplett verdeckt. Ne? Deswegen fällt die Psi-Phase flach. Kommen wir zur Schussphase. Der Einzelne schießt natürlich auf einen Taurox. Okay. W3 Schuss. 3 Stück. Treffer auf die 4. Bisschen unscharf. Stärke 9. Auf die 3. Einmal 6 plus bitte. Ist wie eine Laserkanone. Nur ohne. Ohne Laser. Doktrin. 5. 5. Da kommen wir 6 Schaden. 6 Stück. Oh. Dann schießt
schießen die beiden anderen auch da komplett rein. Also da werde ich jetzt kein Feuer aufteilen. Das ist ja gut gewesen. Drei Schuss auch nur. Ein Treffer. Eine Wunde. 6 plus Rüstung. Da ist die 6. Ja gut. Das war meine Runde. Mehr kann ich... Kurz und knackig. Mehr kann ich wirklich nicht machen. Mehr wäre auch bescheuert zu machen. Also ich kann Vorrücken angreifen per Zauber und per Strategy mit den Akolyten. Aber... Ich kriege ja minus 1 auf Vorrücken Angriffswürfel in dieser Mission. Weil wir ja hier eine steife Brise haben im Keller der Lust. Ne? Ja, was soll man machen? Ne? Das, also da jetzt einen First-Turn-Charge hinzuwürgen und dann nachher im schlimmsten Fall noch mitten im Offenen zu stehen gegen das bis an die Zähne bewaffnete Sirens-Armee, macht keinen Sinn, ne? Ich würde damit klarkommen. Also du würdest damit klarkommen? Ich würde dich dann nicht klarkommen. Wir wollen jetzt mal alle sehen, wie du klarkommst in deiner Runde 1. Bis gleich. So, der Max hat sich bewegt. Ne? Du bist ja ein bisschen eigentlich hier rübergekommen mit der ganzen Gunline. Das Einzige, was ich als Ziel habe, sind die Autos. Und da ich ja die 43. Jotanischen Drachen bin, habe ich plus 1 Reichweite auf Schnellfeuerwaffen, das heißt Plasmawerfer und meine normalen Gewehre. Sonst hätte ich gar nichts in Reichweite. Ja, und du hast natürlich bei der Bewegung auch den minus 1 auf Bewegungswert einkalkuliert, ne? War das nicht nur vorstürmen und angreifen? Ne, auch auf Bewegung, okay, tatsächlich. Aber da ne? Ich, es ist nicht viel passiert, ne? Du bist ein bisschen hier an die Kanten der Ruinen gegangen, hast ein paar Waffen in Reichweite gebracht, ne? Und auch die Sniper haben sich auf dem Balkon bewegt. Wo Sniper hin müssen, ja. Und du hast dich außerhalb von meiner Bannreichweite bewegt. Mit deinem ja. Psionikon. Wo ich dann festgestellt habe, eigentlich egal, weil ich nur einen Zauber habe, aber der steht außerhalb der Bannreichweite. Gut, dann würde ich sagen, mach die Psi-Phase, wenn du möchtest. Meine Astrophatin, weil ich kann natürlich auch. Meine Astrophatin zaubert plus 1 Schutzwurf auf die Bullrins, dass die eine 1er Hose haben. Jo. Kommt, kann ihn nicht bannen, ist außer Reichweite. Die andere zaubert minus 1 auf Treffen, das kannst du aber bannen, wenn du lustig bist. Gut. Auf mein Auto, vielleicht überlebt das dann ja noch. Ja. Ja, auf die 6 kommt das genau. Das banne ich mit dem Patriarchen. Ist nicht gebannt, ist nämlich eine 6. Wir haben übrigens noch natürlich, weil René natürlich die Maschinengewehre der Ridge Runner vergessen hat, haben wir das noch nachgeholt und ich habe noch einen zusätzlichen Lebenspunkt weg. Gut, Schussphase, Max. Befehle. Ach, Befehle. Mein Kriegsherr befehlt seinen Jungs hier vorne, 1 wiederholen beim Treffen. Jo. Weil ich mein überhitzten Plasmagewehr gleich losschießen werde. Oh. Das gleiche befehlt der kleine Kriegsherr. Auch den 1 wiederholen beim Treffen und auf die 4 plus auch 1 wiederholen beim Verwunden. Jawohl. Kommt. Ist die 5. Und bei denen das gleiche. 1 wiederum beim Treffen und auf die 4 plus 1 wiederum beim Verwunden. Nee. Nein. Leider nein oder gar nicht. Gut. War jetzt nichts im Meldereichweite, aber ich kann so ein bisschen mit der HE-Lasergewehr und ähnlich schießen. Ich fange an, ganz entspannt, mit den 5 Snipergewehren auf die Kollegen hier unten. Jawohl. Du kriegst, wir machen hier, das ist so ein Mechanikusgelände, das ist minus 1 zum Treffen dadurch. Genau. 5 Snipergewehre. Auf der Ich glaube auf 4 jetzt, denke ich mal. Ne? Ja, guck. Stärke 4, ne? Und bei einer 6 machst du eine Morde. Beim Verwunden, ne? Nicht beim Treffen, ne? Nee, beim Verwunden. Schade, jetzt habe ich gerade so viele. Dreimal mit minus 1 oder so? Bestimmt. Boah, da habe ich bestimmt einen 6er gegen dann. Nö. 3. Neophyten sind tot. Minus 0. Minus 0? Dann hat trotzdem nicht gereicht. 3 tot. Ja. Gut. Nicht gut, wie auch immer. Ja. So. Dann komme ich hier mit meinen. Achso, ich habe hier meine. Dann fange ich an mit meinen 2 Granatwerfern. Die schießen die fiese Granate. Springgranate auf den Kollegen hier. Die haben 24 Zoll Sturmreichweite. Und die Gewehre, die 3 Stück, die schießen halt einfach da dann irgendwie hin oder so. Ja. Also ich fange mal an mit den 3 Hochenergie-Lasergewehren. Jawohl. Treffen. Verwunden nicht. Dann die Granatwerfer auf den Kollegen hier, die Sturmgranaten. Trifft einmal. Ah ne, ich krieg nur 1, hast du gesagt, ne? Ne, die haben 6er Fehlerpen. Ah, okay. Durch den Leuchtkugelwerfer. Dann
Sprenggranate hat einfach Steck hohe Stärke. Auf die 3, nicht verwundet mit der 2. Fantastisch. Gut, dass wir das gewürfelt haben. Granatwerfer sind nicht so schlecht. Nein, sind sie nicht, aber auch nicht so. Die Einheit, die eins beim Treffen wiederholt, schießt alles auf den Kollegen. Das ist eine Zweier-Einheit, ne? Also, achso, ja, ja, dann auf die Einheit. Okay. Gut. Das macht zweimal Plasma, überhitzt. Ja, warum nicht? Ne? Hast ja eins wiederholen. Genau. Doppel 6. Auf 3. Ja, ist noch, so. noch nicht an aufgewärmt. Nee, ne? Das ist richtig. Ich bin beim Sandwich-Maker, der muss erstmal warm werden. Ne? Dann habe ich 2, 4, 5 Lasergewehre. Oder der erste Pfannkuchen geht immer daneben. So, also, ist auch. Ne? Jetzt kommen die oberen Lasergewehre und machen hier mit ihrer Stärke 3. Wäre schon 5 habe ich. Oh. Ja. Und minus 3. Minus 3? So ist das. Ja, dann habe ich nur noch einen 4er Pain. Von dem ich 2 geschaffe. Ne? So, dann hat hier eins an Auto noch 7 so, Leben. Dann, wie eine Katze. Dann schießen die Kollegen, die alles wiederholen dürfen, also an Einsen. Alles auf die Einheit. Gut. Plasma. Überhitzt, ne? Selbstverständlich. Wird jetzt guck mal, die können wir wiederholen. Ja, zweimal durch, macht 4 Schaden, ne? Ja. Kommt noch eine 6 hier? Nö. Dann hat einer noch 3 Leben. Haben die 9 Leben? 8. 8, ah, okay. Und die oberen Gläsergewehre. Gehen auch nochmal 2 durch. Ja, 2. Weil du minus 3, hast du minus 3? Ja, sicher, das sind auch die Lasergewehre. Die haben nur Stärke, kleine Bock minus 3. Ja, gehen auch nochmal beide durch. Ein Lebenspunkt noch übrig. Uiuiui. Ui, ui. Absolut keinen Quatsch erzähle. Ist jetzt die Frage, gehe ich auf den Kill oder töte ich den anderen? Ach, ich habe ja noch mein Auto. Mein Auto wird sich rächen. Hochenergielasergewehr. Ah, minus 2 nur, Entschuldigung. Ja, 6er Rüstungswürf, ich mach mal ein paar. Ich hätte einen bestanden oder so. Dann hast du noch 2 Leben. Hab ich noch 2 Leben. Machen wir so. Gut. So, jetzt die Rache vom Auto. Auf die. Ist noch im mittleren Bracket. Ist noch im mittleren. Ja, richtig. Trifft nur auf die 4. Mit den Maschinenkanone. Hat 2 Schuss, ne? Hat 2 Schuss, genau. Stecke 7. Also 2 Maschinenkanone. 1, 2 Schaden, genau. Ne? 2 Treffer. Treffer und auf die 3. Da kann ich gegen rüsten. Ja. Und ich tue es einmal. 2 Schaden reicht ganz. Ah ne, wenn du kein Kino Pain schaffst. Du hast schon so viele 6 jetzt schon gewürgt. Nochmal. Achso, ich habe den Rest. Ich schieße alles auf die anderen natürlich. Ja, du hast noch deinen Kampfgeschütz und noch einen Sturmbolter. Ne? Sturmbolter, genau. Sturmbolter darf ich. Na ne, ich bin ja kein Marine oder sowas, sondern ich kann nur zweimal schießen. Ja, genau. Auch Marines Autos dürfen nur zweimal schießen auf die Reichweite. Gut, dann Kampfgeschütz. W3 Schuss, nee, oder W6. Wir gucken das mal kurz nach. Also, W6 Schuss. Genau, W6 Schuss. 3, ja. Oder, nee, ich bin gierig, ich habe so viel CP. Wo Was? Sieht die aus? Wir spielen übrigens mit 9 CP, ne? Ja. Nicht mit 12. Nochmal so, war ein bisschen viel, finde ich, für den, haben wir uns so gedacht. So. Da war es die Strafe. Treffen. Trifft. Kippe. Verwundet. Minus 1, oder war das minus 2? Ja, geht durch. Minus, dann ist er. Das ist ein trauriges Kampfgeschütz. W3. Ich kann ihn noch retten. Ah, die 5. Gut. Explodiert. Gehe ich hoch? Ja. Ich gehe hoch. Nimm sie mit in den Tod. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Weil der natürlich einen Lebenspunkt verliert und der einen Lebenspunkt verliert. Verlierst nur ein Leben. Ich denke mal, ein Leben. Ich hätte jetzt ein W6 mindestens geschätzt. Ja, genau. Mit Bergsprengstoff also geladen oder die so. Die machen W6 Mortal Wounds natürlich, die Ritschrunner. Die Ritschrunner, so. Meine letzte Einheit von den Sions hatte den Befehl, eins beim Treffen zu wiederholen auf den Kollegen hier, weil der Rest ist nicht in Reichweite. Jawohl. Das sind jetzt Melter, ja, ne? Plasma. Melter ist gar nicht in Reichweite, ja, ne? 2 Treffer.
Eine Runde. Zwei Schaden, ne? Ja, genau. Gehen noch beide durch. Dann hat er noch 6. 5 Hochenergie-Lasergewehre. Mal sehen, beim Treffen dauern. Ach, guck mal. Boah, jawohl. Full House. Ich hätte auch noch so gut Würfel beim Verwunden. Dann wäre das sehr schön. Ne, war klar. Ja, das ist wie, andersrum wäre perfekt gewesen. Ich glaube, das ist ein bisschen wie auf der Enterprise. Du hast die Phaser auf Töten gestellt, Alter. Ja. Zwei Runden. Auf Betäuben nur. Nee, war nix. Also ich gar nichts? Nee, ich habe eine Stärke 3. Ja, auf 5 verwundest du. Ich habe aber keine 5 gewonnen. Okay. Ich habe beim Treffen ganz viele 5 gehabt, beim Verwunden keine 1. Alles klar. Gut, dann bist du durch mit Schießen schon. Leider ja. Nah gekämpft wird nicht. Nee, laufen die weg? Können die weglaufen? Ja, natürlich. Moralwert-Test für meine Neophyten. Ah, knallhart. Da ist die 1. So. Runde vorbei. Du kriegst 3 Punkte, ich habe 3 Punkte gekriegt. Ja. Wir gehen in meine Runde 2 und jetzt gucken wir mal, jetzt können ja Verstärkungen kommen. Bis gleich! Die zweite Runde des Gene-Seeder-Kults, der malochene Kumpel, hat begonnen. Ja, ich habe mich ein bisschen rausbewegt, hier bin ich vorgerückt, ich habe zum Glück eine 6 geworfen, was ja leider in dieser Mission eine 5 ist. Ja. Und dann habe ich mich natürlich auch noch voll meine 5 Zoll nach vorne bewegt, also insgesamt 10 Zoll anstatt 12, macht einen riesen Unterschied, wenn man auch noch minus 1 auf den Angriffswurf bekommt. Ja. Ist aber nicht so schlimm, wenn das gleich nicht klappt. Der Patriarch ist hier hinten am Marker stehen geblieben, hier bin ich ein bisschen durch die Wand gegangen, um den Magus herum, damit ich gleich zaubern kann. Ja, hier sind meine Aberrants gekommen. Die wollen sich mit den Jungs da, mit den Ogrens prügeln. Ich habe 3 CP ausgegeben. Ich kann wegen Corvus Aquila versuchen, die das zu klauen. Ich habe 3 CP ausgegeben für den perfekten Hinterhalt. Ich habe mich W6 Zoll nach vorne bewegt und es war eine 1. Genau, ja. Ne? Und jetzt ist es deswegen kein 9er Charge. Doch. Es ist ein 9er Charge plus minus 1, genau, so wollte ich sagen. Hier bin ich gekommen mit den 2 5er Flammenwerfer-Trupps, denn ich kann jetzt hier schön versuchen, ein paar, also es sind ja nur 3 Flammenwerfer drin, aber es sind 5 Minikis, kann ich schön versuchen, ein paar Scions zu rösten. Ich bin mit den Bikes vorgekommen, mit den Ridge Runnern bin ich vorgekommen und und der Killer Moth ist hier gekommen. Und der schießt natürlich gleich als erstes, weil wenn der einen erschießt, dürfen Einheiten um 6 Zoll um den herum Trefferwürfe von 1 wiederholen. Ah. Weil das ja ein Pistolenheld ist. Ja, und das ist wichtig bei Flammenwerfern. Die sind, ja, aber die Ritsch-Ritsch-Ramme, die können ja auch noch was. Die können das auch, okay. Genau. Da hinten bin ich stehen geblieben, am Marker. Ja. Alles gut. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Ziehphase. Mhm. Jetzt kann ich ja auch mal einen Kollegen Schnürschuh. Ja, du kannst gerne bannen. Ich habe es mir gerade vorgesagt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Der Magus zaubert jetzt auf die einen 5er Feeling of Pain. Okay. Kommt nicht, oder? Nö, das kommt nicht. Dann ist das so. Und der Brutlord, der Patriarch, zaubert auf die den psionischen Stimulus, dass die Vorrücken angreifen dürfen. Das kommt mit einer 10. Ich bann dir das. Nein, kommt aber nicht. Nee, mit einer 5 nicht gebannt. Da dürfen die meinen Vorrücken angreifen und auch zuerst kämpfen. Dann sind wir durch mit der Psi-Phase und es wird geschossen. Und jetzt gucke ich mir nochmal eben den Killermorph an, denn der fängt ja wie gesagt an. So, der Killermorph, der schießt jetzt. Der Killermorph schießt auf diese Einheit hier, Max. Ich treffe auf die 2. Du hast mal ganz viele Flammenwerfer, ne? Ich habe danach noch ganz viele Flammenwerfer, ja. Und auch noch Maschinengewehre. Ja, warte mal. Gehst du in Deckung? Ja, ich überlege nur. Ja doch, ich gehe mit denen in Deckung, ja. Warum nicht? Für 1 CP gibt der Max in Deckung. Ich habe 6 Schuss, treffe auf die 2 plus, 2 nicht. Kriege aber 4 Würfel direkt dazu, weil ich habe ja 4 getroffen. Treffe noch auf die 2, super. Ach, Stärke 4. Auf die 3. Und dann minus 1 plus 1, also hast du deine normale 4er Hose sozusagen, 6 Mal. Ja, Schnitt, ne? Jo. 3 hin. 3 dote. 3 Leben. Und dann dürfen die Einheiten um den jetzt herum Trefferwürfe von 1 wiederholen. Das ist für die Witch Runner ist das natürlich ganz gut, ne? Ja.
Und ich würde sagen, da fangen wir jetzt auch einfach gleich mal mit an. Der Ridge Runner schießt mit dem schweren Minenlaser natürlich auf dein Auto und die Maschinengewehre schießen auch auf die Einheit. Okay. Oder auf die. Dann hast du einen Dreier-Rüstungswurf, ist Ja. natürlich doof, ne? Finde ich in Ordnung. Aber Ist nicht so doof. die haben jetzt keinen Rüstung, Nee, ne? deswegen, ich habe stark überlegt, ob ich die nehme oder die Dann anderen. schieße ich auf die. Minenlaser auf die, Maschinengewehre in die. Okay. Fangen wir mal mit den Maschinengewehren an. Ja. Schlecht. Keine 1 dabei, zum Wiederholen. Stärke 4. Ja, 4 Wunden mit keinem Minus. Zwei Doppelt. Der schwere Bienenlaser. 2 Schuss. Kriegt minus 1, weil ich ja den Zauber erfolgreich durchgebracht habe. Auf die 5. Ein Treffer. Das ist alles, was ich brauche. Verwundet mit der 6. Minus 3. 6. Fast. Die 1. Ah, die Ein 1. Schaden. Da gebe ich ein CP aus. Machst du mich da mal auf Auf die 7. 7. Ah! Gut. Gut, gut, gut. Du Dann hast ja noch einen. der zweite Ritschranner macht dasselbe. Ich fange mal mit dem Minenlaser an. 2 Schuss, 5. Kein Treffer. Dann das Maschinengewehr. Siehst du, guck mal, wenigstens würfel ich jetzt eine 1, Ja. die ich wiederholen darf und nicht treffe. Stärke 4, 3 Wunden. Einer Alert. Punkt. Gut. Ja, das war ein bisschen blöd jetzt mit den Minenlasern. Das war der Zauber, der da gut reingekickt hat, ne? Ja, Dieses minus 1 das zu hat sich treffen, gelohnt, definitiv. das nervt. So, Max, der Trupp hier, Ja. der schießt komplett auf. Der schießt komplett auch auf die. So, erstmal 2 Pistolen, 2 Treffer, Stärke 3, eine Wunde und 3 W6 Flammenpistolen. Oh, das ist eine Menge. Das sind 9, 12. Ich habe hier 8 Würfel, da brauche ich noch 4. Dankeschön, da kommt der Würfelexpress auf die 4. 1, 2, 3. Das war sehr, sehr traurig, Max. Einer. Verbrennt. Ja, bisschen blöd. So, die Bikes, die haben jeder eine Pistole, gleiches Ziel. Ein Treffer. Keine Wunde. Ja, hätte ich mir ein bisschen mehr von versprochen irgendwie. Es verpufft gerade total auf dieser Flanke, habe ich so das Gefühl. Der Trupp schießt aber auch auf diesen mittleren Trupp Die da. hast du gefressen, ne? Ja, die müssen jetzt weg. Zwei Pistolen, ein Treffer, keine Wunde. 3 W6 Flammen. Hui, 14, ne? 6, 10, passt. Auf 4. Komm jetzt aber mal. Warte, ich muss mal richtig rühren. Einhändig ist hier. Einhändiges Rühren ist aber auch, wird hier öfters drin im Keller gemacht. Ne? So, 4, 5, 6 Wunden. Auch Unterschnitt. Ja, gut, aber da sind immerhin 3 Dote. Gut. Max, dann sind wir dran mit angreifen. Okay. Ne? Schießen, da hinten bin ich vorgerückt. Da hinten könnte ich jetzt noch mit vier Neophyten auf deinen Panzer schießen. Warum nicht? Nichts vorkommen lassen. Kein Treffer. Weil du den Zauber durchgebracht Ja. hast. Richtig, super Spitzenklasse. Das ist richtig. Ja, Max, dann würde ich sagen, greifen wir mal an. Und ich fange mal an mit dem Ritschranner auf diese Einheit. Du müsstest mal messen, wie viel das ist. Kann ich tun. Der Ritschranner auf die Einheit ist eine 7. Und dann eine 8 Ist eine mit 8. in unserer Mission. Genau. Ne? Erstmal kein Abwehrfeuer, denke ich Nö. mal. Ne? Ist eine 8. Komm dran. So. Dann greifen die Jungs die 3 an.
Müssen ja mehr als. Müssen ja eine 10 sein. Ja genau, ich brauche eine brauch ne 10, richtig. Kommt nicht. Dann die. Mache ich da einen Angriff? Riskiere ich da Abwehrfeuer? Ich glaube nicht. Dann kommen wir mal hier hinten hin. Das ist jetzt ein wichtiger. Ich habe noch einen Reroll, deswegen machen wir den Charge jetzt als erstes. Den ist ein bisschen wichtiger. Die Burgers haben 9 Schuss. Ich greife die an. Also ich sage nochmal so, Widerstand die haben 4. Widerstand 4, 5er, 4er Pain und Schaden reduziert um 1. Ja, die haben eh nur einen Schaden und kein Minus. Ja. Aber 9 Schuss. Willst du noch irgendwas anderes dann angreifen? Verrätst du mir nicht. Die dürften ja noch. Die dürfen, aber da kann ich eh kein Abwehrfeuer machen. Und die Frage ist halt, ob die irgendwas vorhaben. Aber das kann natürlich ganz und gar dein Geheimnis bleiben. Das kann mein Geheimnis bleiben. Vielleicht werden wir es nie erfahren. Nee, komm, ich mach kein Abwehrfeuer mit den Burgers. Gut. Aberrance auf die Orrens. Das ist eine 7. Ich gebe ein CP aus. Bin damit auf 6 runter. Ich nehme mal neue Würfel. Da ist die 9. Achso, ich kann übrigens für deine ganzen CP-Aktionen hier. Nee. So, wenigstens die Aberrants sind drin, die erstens teuer genug sind und zweitens noch teurer werden, indem ich sie mit 3 CP pumpe. Aber sonst hätte ich es auch nicht geschafft. Ja. Ich musste diese 3 CP investieren. Plus einen wieder, also 4 insgesamt sogar. Genau. Die Jungs greifen deine Kreuzritter an. Für 10. Oh, 6. Es ist eine 8. Gott. Es ist eine 8. Es reicht nicht. Ja, dann hat sich hier quasi auch geklärt, weil ich riskiere jetzt hier nicht den Abwehrfeuer von Plasmawaffen und Melterwaffen. So nur auf die 6. Ja. Vielleicht. Ja, ich meine, ich brauche. Ist jetzt. Das sind ja die Nervtrupps, ne? Ja. Ich brauche sie eigentlich nicht. Du hast aber viel Schuss. Hochenergielasergewehr und man muss fast sagen, jeder Treffer kann ein Toter sein. Du musst mich dann nur auf die 4 verwundern mich weg. Aber abbinden wäre natürlich nicht verkehrt. Ne? Ja. Pass auf, ich greife mal mit den Bikes erstmal an. Verrate ich dir ein Geheimnis. Ich gebe Abwehrfeuer plus 1 CP extra für das Jutanische Drachen spezielle Gefechtsoption. Ich gebe Abwehrfeuer auf die 4. Wieso auf die 4? Ja, das ist plus 2 dann, oder? Nee, da steht einfach, gibt Abwehrfeuer auf die 4. Ja, okay. Das kannte ich jetzt nicht. Ich wusste, deswegen habe ich da jetzt absichtlich fies reingelockt. Du kleiner Drecksack. Abwehrfeuer abhandelst, erzielst du Trefferwürfe von 4 Eintreffer. Ja gut, dann macht die Einheit jetzt quasi Abwehrfeuer von auf die 4 plus. Wie viel Zoll stehst du mir entfernt? Pass auf, das Abwehrfeuer machen wir mal eben ab, off-cam und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So, der Max hat leider 3 Bikes ausgeschaltet und eins mit einem Lebenspunkt stehen lassen im Abwehrfeuer. Ja. Ich habe danach noch einen Angriff angesagt mit denen, weil ich ja dann kein Abwehrfeuer mehr zu befürchten hatte. Hat leider nicht geklappt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Nahkampfphase und meine erste Einheit sind natürlich die Aberrants, die ja reinpeilen. Mal, guck mal, der peilt rein, ne? Ja, dann schlägt auch mein Auto jetzt auf den, ne? Ja, das darfst du gleich gerne tun. So. Und ich kann im Nahkampf schießen, zur Information. Du darfst im Nahkampf schießen, das darfst du, stimmt. Stimmt, man darf im Nahkampf schießen. Man darf nicht, ist ein Auto, nicht so, man darf im Nahkampf nicht so, schießen. Ist nicht so pralle. Ja. Ist nicht mehr so, weil die ist halt, wenn ich jetzt ein Terminator wäre, wäre es mir jetzt egal. Richtig. Aber in dem Fall wäre es ein bisschen blöd. Wir fangen an mit den mit Bergbauhacken auf die Ogrens. Max, ja. Treffer auf die 3. Ich verwunde dich auf die 4. Eine Wunde mit minus 2 geht dann durch, ne? 5er, ja. W3 Schaden, 2 Schaden. 3 Schaden haben sie, 3 Leben haben sie. Genau, dann noch 3 Zangenkrallenattacken von den Jungs hinterher. Mit Stärke Träger. Dreimal mit minus 1. Auf die 6. Ja. Ist eine Load und eine auf ein Leben runter. Genau, und dann habe ich noch die 4 Hammer-Attacken. War es immer noch nicht? Nein, jetzt kommen noch die Hämmer. Da treffe ich 3 von, Stärke 10. Ja, da gut. Alles. Die hauen jeder einen tot.
Minus 3, 3 Schaden. Warum hast du nicht mit dir? Weil ich nicht ärgern wollte. Das war die Revanche. Ist okay. Ja, pass auf. Ich könnte jetzt 3 Zoll nach vorne peilen zu dem Missionsziel. Das bringt jetzt nichts, weil du ja auch Obsack hast. Aber jetzt kann ich natürlich mit der ganzen... Könnte ich natürlich trotzdem... Ja, trotzdem mit dem auf die Einheit dann schießen. Ja, aber du triffst mich ja dann zum Beispiel nur noch auf die 5 mit den schweren Waffen. Und da gebe ich dir direkt den Tipp. Ich kann mir plus 1 machen, da treffe ich... Ah gut, trotzdem... Dann kannst du nicht. Ich kann mir ein Leben wiederholen, dann bin ich im mittleren Dinges, dann treffe ich trotzdem noch die 5. Genau, richtig. Und mit dem Kampfgeschütz darfst du gar nicht schießen, weil es explosiv. Wenn du das sagst, ich weiß nicht. Ne, mit Sicherheit. Also stimmt, dann macht dir 6, also gut möglich, ja. Genau, richtig. Also mach es jetzt doch, damit ich auf jeden Fall mich auch noch mal 3 Zoll bewegen kann. Dann hier, ja gut, Jungs, das ist jetzt so, ich bind die ab, ne? Ich weiß gar nicht, was die können. Dann machen wir jetzt gleich Off-Cam. Ich bin durch mit Kämpfen. Du darfst auch noch mit deinen Autos zurückkämpfen und was nicht alles. Ich mache wieder 3 Punkte. Ja. Ich halte noch keinen anderen Marker. Und war keine so schlechte Runde, glaube ich. Hier hätte ich. Also das Auto hätte eigentlich fast weg sein müssen. Da hat der Zauber geholfen mit dem Minus 1, ja. Weil wenn jetzt irgendwie das Auto weg gewesen wäre, die Aberrants jetzt hinter der Einheit stehen würden und die das in der Front, dann wäre es schon sehr, sehr bedrohlich, ne? Ja. Auf für beide Seiten. Gut, wir gehen in deine zweite Runde und jetzt dürfen auch deine Verstärkungen kommen. Die zweite Phase des Militarum Tempestus hat begonnen. Der Eversor ist aufgeplöppt, möchte gleich die Aberrants chargen. Ja, dann hast du dich da zurückgezogen, ne, aus den Nahkämpfen. Auch mit dem Auto bist du rausgegangen. Ja. Du willst die Aberrants beschießen und den Rest angreifen, sag ich mal so. Ne? Ja. Und sonst hast du dich jetzt nicht so groß bewegt, ne? Ja, die Bourbons bleiben am Marker, die Kollegen haben sich so leicht zurückgezogen, um hier diese Seite Flanke zu klären. Das Auto ist zurück, die Kreuzfahrer gehen gleich in die Aberrants, die schießen ein bisschen auf die Aberrants oder irgendwo hier rum. Es geht trotz Zurückschießen, der Max wird jetzt Befehle aussprechen, aber erstmal wird gezaubert. Ich darf sowieso nicht bannen, du gehst ja immer aus Bannreichweite raus. Die ist in Bannreichweite, die andere nicht. Achso, okay. Die kann zaubern, die macht hier wieder das Minus 1 auf Treffen. Ja, das hat ja gut funktioniert. zwei Würfel. Das ist 2 Würfel. Passt 6. Ist ein 6, okay. Und hier die ist leider in... Lady Damsel. So gerade eben. The Bretonian Might. Ist eine 9. Für die Bulgrins, natürlich. Auf das banne ich natürlich, warum nicht? Ist mit einer 10 gebannt. Ist sogar gebannt. Jawoll. Gut, dann... Ja, dann Befehle. Der Kollege macht für CP 2 Befehle. Mhm. Warte, ich kann erstmal würfeln. Ich habe, um CP zu generieren, ich habe ja den Kopfaktiler und auch den... Du hast vorhin dein Auto geheilt. Für CP, genau. Dann darfst du würfeln. Ne? Kriegst du nicht wieder. Dann habe ich Moral wird automatisch bestanden für 2. Ja. Krieg ich auch. Das Doppel 1, kriegst kein wieder. Und ich habe 1 CP, gebe ich aus dafür, dass der 2 Befehle sprechen kann. Gut. Kriegst du wieder? Auch nicht. Ja, das ist ja grandios. Hat sich richtig gelohnt. Dann hast du noch 1 CP. Ne, 2. Ich habe ja einen dazu bekommen, wieso? Achso, okay. Gut. Dann, dieser Befehl heißt, reißt euch zusammen. Genau, der ist einmal der Befehl für die Jungs, dass die sich zusammenreißen und für die Jungs, dass die sich zusammenreißen. Und der gibt denen den Befehl einsetzen zu wiederholen beim Treffen und auf die 4 plus auch beim Verwunden. Nö. Eine 1. Und der großen Einheit das gleiche, Treffen 1 wiederholen, Verwunden auf die 4, auch nicht. Na, rein los. Also dürfen die beiden Einsen einfach am Treffen verfüttern. Exakt. Gut. Ja. Dann wird mal geschossen. Genau, fangen wir an. Wie viel Leben hat der? 4 oder 5. Rüstungswurf? Keinen, aber Retter, glaube ich. Und der hier? Magnus, ich schieße den René, den Magnus. Obwohl, der macht mir schon mehr Sorgen. Ne? Das ist eigentlich fieser. Da muss ich jetzt mal eben eine Sekunde was nachgucken gehen. So, die eine Sache, die ich nachgeguckt habe, war die bedingungslose Loyalität. Das heißt, meine Truppen um die Charaktermodelle herum können tatsächlich Schaden abfangen. Aber der Max hat sich gerade umentschieden. Der schießt jetzt mit seinen Redlings auf die Neophyten, die den Marker bewachen. Denn darum geht's ja. Genau. Ich würde ihn gerne wegmachen, aber das macht mehr Sinn, glaube ich. Auf die 3.
Nee, auf die 4, weil ich hier durch Gedöns schieße. Genau. 3 Treffer. Und 2 Wunden mit Nisch. Ja, mit Nisch. Da darf ich gegen rüsten. Ja. Tue ich nicht. Sind 2 tot, ich entferne sie gleich. Dann schießt der Trupp mit dem, der Dreiertrupp, der sich zurückgezogen hat, schießt mit den Sprenggranaten in das Auto rein. Das hat ja nur noch 2 Leben. Ich habe da im Nahkampf ein bisschen was rausgekloppt. Mhm. Treffen auf die 3. Trifft. Verwundet auf die 3. Verwundet. Mit minus 1, glaube ich. Ne? Ist ja, nicht gerüstet. Da darfst du dann mit 4 mit Schaden. Ne? 3 Stück. Oh, na gut. Jetzt muss ich natürlich auch. Ne, geht hoch, geht kaputt. Explodiert's? Ne. Leider nicht. Da ist der zweite Ritschranner Geschichte. So, das heißt, der Trupp hat geschossen. Das ist schon mal positiv anzumerken. Die Kollegen schießen mit dem Plasmagedöns da rein und der Meltor, der rödelt auf dem Auto oder auf dem Motorrad rum? Auf dem Auto ist Auto. Ein bisschen gefährlicher. Ja. Auf dem Auto. Wir fangen mit dem Auto an. Der Meltor. Den Befehl. Darfst du wiederholen. Eins und zwei. Schon mal positiv. Die 4. Und die 3. Verwundet, geht durch. Minus 4, D6 Schaden. Jawohl. Ich glaube, ich bin nicht in halber Meter oder so weiter Reichweite. 6 Schaden. Ein hat er schon. Explodiert. Ach, der hat 8 Leben, ne? Ja. Ja, geht auch komplett durch. Hat er ein Leben. Ja, noch ein Leben. Brauche ich den Würfel nicht um. Das so. War jetzt mal ein sehr glücklicher Melter. Das ist richtig. Und die Plasmawaffen, Schnellfeuer doppelt hier rein. Überhitzt du? Ja. Das macht keinen Sinn für den Schaden. Reduzierst du den? Den reduziere ich um 1, aber du würdest mich auf die 2 plus beim. Ja, dann überhitze ich trotzdem. Okay. Ich habe ja 1 wiederholen. Guck, brauchen wir nicht. 2 verwundet. Ja, macht dann 4 noch Pain. Geht auf jeweils 1 Schaden runter, also mache ich 2 Schaden. Mhm. Und verliere nur 1 Lebenspunkt. Gut. Das gebe ich hier so einer Picke. Okay. Dann nehmen wir die Einheit. Da schießt. Oder erstmal hier. Da ist er. Der Tempestor. Der Tempestor. Wo ist Zoll? 12, 3. Zollgerät, ne? Reicht nicht. Zollgerät schießt auch da rein. Überhitzt. Plasmapistole hat er. Aber nicht. Trifft nicht. Trifft auch nicht, glaube ich. Und ich dann schießen wir hier rein. Ja, die Horde muss ausgedünnt werden. Wobei, du reduzierst nur eine. Ich könnte auch mit dem Melter natürlich in die Picken, in die Typen rein. Ist zu weit. Willst du noch mal kurz überlegen? Nee, oder? Wir machen. Boltpistole hat 12 Zoll, ne? Genau. Boltpistole geht da rein vom Chef. Die Plasmawaffen und alles schnell vor da rein, nur die Melterwaffen gehen in die. Okay. Auch wenn der erste dann vielleicht ein Overkill ist, weil er noch ein Leben hat, aber das ist egal. Wir fangen an mit den Meltern. Gut. Wir wiederholen ja auch nichts. Fantastisch. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Richtig, genau. die Boltpistole. Die Akolyten trifft auch nicht. Fantastisch. Dann kommt die 10 Hochenergie-Lasergewehre. KI-Lasergewehre, so ist das. Vielleicht ist die Stelle zu würfeln nicht gut. Ich würfel ein bisschen mehr als dir. Vielleicht ist das besser. Aber besser. So, auf die. Das ist meine warme Aura hier. Das ist auch so ein heißer Typ. Ne? Ja, ja, klar. Auf die 4. Ja. Aber nicht schlecht, ne? Minus 2. Ja, 5 Tote. 5 ne? Tote. Da macht der Kult nichts. Ich habe ja leider den Spruch nicht durchbekommen. 1, 2, 3, 4 und 5. Das ist also ein großer Mob, ne? Das ist ein großer Mob, ja. Vielleicht gehen noch welche mit Moral. Oder macht der Brutlord auch? Der Patriarch macht die furchtlos. Na, Schweinerei. Na gut, dann habe ich nur noch diesen Trupp. Nur noch. Nur noch. Weil, weil ich denke, ich binde hier alles und dann machen die mal eben per Befehl dann doch nicht, ne? Wer hat, der kann. Genau. Tja. Die 5 HE-Lasergewehre schießen hier rein. Ja, in die Akolyten. Die Plasmagewehre schießen
ich wiederhole Einsen da rein und da rein. Und der Rest rüttelt da rein. Also zwei, jeweils ein Plasmagewehr da rein und da rein? Ja, weil ihr beide noch erleben. Genau, und die dann hast du zwei Melter. Laserpistole vom Chef. In die Aberranz. Exakt. Dann fangen wir an mit den Plasmawaffen. Die schießen wild um sich. Ja. Schnellfeuer, Plasmawaffe, erste da rein. Gut. Vielleicht hätte ich auch First und Second Ring Fire machen können, ne? Wäre sinnvoller gewesen, möglicherweise. Aber darfst du keine Einsen wiederholen. Richtig. Das aber. Ist besser bei deinem Spielstil gerade. Widerstand bringt mir nichts, ob ich Stärke 8 oder. Doch, der hat Widerstand 4. Ja, dann überhitzen wir auch. Ein Treffer. Don't. Du hast mich auf die 4 getroffen, ne? Weil du warst minus 1 auf Treffer hoch. Ich hatte eine 4, ja. Ja, dann ist der tot. Gut. Ist das Bike? Sind die Bikes leider Geschichte? Haben nicht viel gemacht, aber ist ja ein neues Modellsyndrom. Ja. Der zweite. Lass mal da rein. Ja. Wiederholen. Juhu, tot! Dieser hat er sich selbst vor. Selbst wenn er jetzt kaputt geht, der gute Rich Ranner. Nee, das war die falsche Waffe. Wir haben Plasma explodieren müssen. Yes. So, dann hat sich für den Rich Ranner doch schon mal gelohnt, ne? Genau, und jetzt musst du mich verwirren. Tust du auch. Machst du zwei Schaden. So ist das. Brauch ich die Doppel-6 und die kommt. Oh, ich hab sie gesehen! Ich hab sie gesehen! Dafür darfst du jetzt eine 6 würfeln. Nee, geht nicht hoch. Ja, da sind meine Rich Ranner alle weg. Ja, hat ein bisschen Pech, ne? Kann man so sagen. Eine Runde ist blöd gelaufen, also das Ding hätte da weg sein müssen. Ja, dann die Hochenergie-Laserpistole vom Chef in den Akolyten. Aberrant. Aberrant. Trifft. Verwundet. 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 Minus 2. Ja, ich habe ja so keine Rüstung. Fino Pain. Ja. Ah, gut. Bestanden. Dann die zwei Melter. Zwei Treffer. Eine Wunde. Einen wiederholen. Vom CP. Ah nee, darf ich nicht. Achso. Ich dachte, ich hätte den Befehl durchgebracht. Also eine Wunde. Du machst jetzt wieder 6 Schaden. 5. Ist das dann 5 für ein Leben? Ist das dann 5 plus 2 jetzt mittlerweile? Achso. 7 minus 1, ja. Genau, also kriege ich 6 Schaden. Ja, dann stirbt der. Der eine ist dann tot. Obwohl der Wurf auch nicht schlecht war. Nee, ne? Das war nur wirklich nicht. Guck mal, ich habe nur 3. Das war, ne? Ich habe 3 Lebenspunkte eigentlich nur verloren. Gut. So, dann die normalen Hochenergie-Lasergewehre. In die Akolyten, hast du noch gesagt. Ja, jawohl. Genau, das sind wieder 10 Schuss. So. On the tree, 1 sind wieder runter. Der war ein guter Wurf. Es ist noch nicht zu Ende gerollt, es war nicht getroffen. Und auf die. Ja. Oh. 3 Stück tot. 3 Stück tot. Ja, das ist ja das Problem, ne, bei deinen HE-Lasergewehren. Jeder Schuss ist dann halt auch mal gleich ein Toter. Gut. Ja. So, dann hat der Evesor-Assassine. Ach ja, der hat ja auch noch eine Knarre. Der hat auch noch eine Pistole, ich weiß noch nicht, wie weit die schießt. Der ist ja mit seiner Kapsel gelandet. Hat 10, 12 Zoll, 4 Schuss, Stärke 4 minus 1, 1 Schaden. Und ich kann. Wiederholen, Verwundungswürfe wiederholen. Gut. Treffer auf die 2. Auf die Aberranz. Hätte ich zuerst machen sollen, um dieses eine Leben wegzuknüpfen. Das ist mir eingefallen, als ich gewürfelt hatte. Auf die 2 trifft alles, aber vielleicht knüpft euch einen Aberranz einfach so jetzt. Auf die 4 Verwundungswürfe wiederholen. 4 Stück. 4x minus 1 ein Schaden. Dagegen habe ich jetzt erstmal eine 6er Hose. Okay. Na? Ja. Da bleibt schon mal einer hängen. Weil dann habe ich nämlich noch ein Feel No Pain. Wir haben 2 Leben? Ja. Das wäre gut, jetzt könnte... Ja, ist noch einer tot. Ist noch einer tot. Das ja, ich nehme noch mal eine Picke weg. Die Bergbaupicke, die gute. So, ich glaube, mehr habe ich nicht zum Schießen. Traurigerweise. Kommen wir zum Nahkampf. Gibt es denn Nahkampf? Ja, selbst... Deine Kreuzritter. Meine Kreuzritter und mein Evesor. Ja, stimmt. Der Kollege muss da hinten, darf er nicht so dumm da rumstehen, das bringt nicht. Wer fängt denn an, Max? Der Evesor-Assassine. Hat einen 3-6 Zoll Charge und muss mit 10 schaffen, weil wir haben ja hier starken Wind. Das gilt auch für Assassinen. Auch wenn er so eine ergodynamisch geformte schwarze Klamotte anhat und aus einer Haifisch-Suit. Er hat rein Haifisch-Suit. Und aus der Landungskapsel gestiegen ist. Ja, gut. 12 Zoll. Ist er da? Kommt da ran. Ja, sicher. Zack. Und die Kollegen hier mit den Schwertern. Ja, kommen auch. Gut. 8. Dann stellen wir die mal ran. Zack. Jetzt werden die hier die Kollegen umzingelt und totgehackt. Ich
denke, der Erverso-Assassine wird das schon richten. Darf der nicht auch irgendwie zweimal kämpfen oder wie war das so? Ja, der hat, glaube ich, total viele Attacken. Zusätzliche, ne? Attacke für jedes Mal, wenn er jemanden tötet. Deswegen ist der gegen so einen Mob ganz praktisch. Der Everso-Assassine hat... Ach, du hast, glaube ich, auch noch die alten Regeln, ne? Ich hoffe, dass du hast die noch nicht aus dem Psychic Awakening. Ja, aber da hat sich nicht viel geändert. Ja, mach mal einfach. Ist egal. Behaupt einfach, weil da hat sich nichts geändert. Behaupt ist das Gegenteil. Ja, habe ich aus dem Internet. Ja, wenigstens hast du bei Battlestrap die richtigen Punkte. Ah, ich könnte mir die Regeln von Battlestrap nehmen, oder? Gut, wir gucken das mal. Das macht Sinn. Der Erversor haut jetzt auf die Aberrants. Genau, ich nehme meinen Neuro-Gauntlet. Ja. Nicht das Energieschwert. Das macht plus 1 Stärke, minus 1 einen Schaden und ich kann aber Verwundung wiederholen. Den Neuro-Handschuh aus dem Keller der Lust. Guck mal, der René kennt den sogar. Ja gut, den Handschuh der Lust. Den Handschuh der Lust. Treffe auf, hab insgesamt 8 Attacken, weil ich angegriffen habe. Treffe auf die 2. Juhu! Treffe auf die 2. Juhu, darf nichts wiederholen. Verwunde Stärke 5. Auf die 3. 3. Und darf. Da darfst du wiederholen. Jetzt ist es auf einmal gar nicht mehr so witzig. Nee, minus 1, also du hast immer noch deinen 6er fünf und dann mal, deinen 5er. 5 mal 6 plus. Alle durch und dann habe ich einen 5er Finopay, ne? Richtig. Mein Schaden. Exakt. Ja, da war. So, ne, so dann hat jetzt einer noch einen Lebenspunkt. Ne, dass ich lasse mal jetzt einfach eine Picke stehen, damit ich vielleicht gleich noch eine Attacke bekomme. Ich glaube, das war's aber leider. Möchtest du dazwischen grätschen? Das macht. Ich habe zwar noch die CP, aber macht das Sinn für einen Aberrant? Du hast einen 4er Rettungswurf mit deinen. Mit allen. Mit allen, ja, genau. Der Versor hat auch einen 4er Retter, ne? Wegen so krassen Reflexen. Boah, ey. Boah. Und du kriegst, glaube ich, nicht so viele Ritter weggekloppt, dass der jetzt nicht stirbt mit seinem letzten Leben. Weil die Ritter haben ja. Treffen auf die 3, haben gut nur Stärke. Dann hätte ich für die Einheit, für die Aberrants, 6 Lebenspunkte ausgegeben. Und sie haben 3 Aurons getötet. 6 CP. Ja. Ja. Und 6 CP. Dafür für 3 Aurons. Ja, das ist nicht so erfolgreich. Nee, Max, ich gebe jetzt dafür nichts mehr aus. Ja, guck mal, ich hätte sogar Glaubensakte mit den Rittern machen können. Ja, ich glaub dir auch so. Dann hau mal mit deinen Rittern zu. Ja, ganz wichtiger Glaubensakt, ich kann schießen, als wäre es in der Fernkampfphase. Ohne Waffe. Ja, super. Also, jeder hat 2 Attacken. Das sind 5 Kollegen. Doch, 5 Kollegen, ne? 10 Attacken? Genau. 3, 3, 9. Treff auf 3. Ja. Stärke 4, Widerstand 4 auf die 4. Ja. Dann Energieschwert. Also minus 3. 6 oder so waren das jetzt, ne? Ich würfel mal. Tot! 6. Die Erberins sind ausgelöscht. Schade, das war jetzt richtig hart. Ja. Gut, dann sind wir durch mit der Runde. Ne? Wir fangen mal mit Moralwerttests an. 4 plus 3 sind 7. Da gucke ich jetzt gleich. Da hinten die Neophyten. Die haben eine 1. Die haben ganz seriös. Das ist in Ordnung. Die sind furchtlos. Dann sind wir durch. Was brauchen die? Die haben 1 gewürfelt. Die sind furchtlos. Und da gucke ich jetzt gleich. Kann sein, dass ich da noch was machen muss. Du kriegst wieder 3 Punkte. Ja. Und wir gehen in meine Runde 3. Ja. Bis gleich. So, die dritte Runde des Genestealer-Kults hat begonnen und ich habe mich bewegt. Ich bin nach vorne gegangen, ich bin nirgendwo vorgerückt, ganz wichtig. Ich bin einfach nur vorgegangen. Hier bin ich nach vorne gegangen. Hier habe ich durch Kultverstärkung 2 Modelle wieder hinzugefügt. Hier sind mein letzter Trupp Verstärkung gekommen, der 10er Trupp Akolyten. Da habe ich wieder einen perfekten Hinterhalt gespielt, bin ich auf 3 CP runter und ich habe mich 4 Zoll bewegt. Ist das nicht schön? Denn ich muss jetzt Schaden machen. Wenn ich nämlich jetzt keinen Schaden mache in dieser Runde, werde ich wahrscheinlich durch Hochenergie-Laserfeuer gebraten. Ja, ne? Wie es sein kann. Dann gibt es Grillhähnchen nächste Runde. Deswegen muss ich jetzt ordentlich Schaden machen, dass möglichst wenig zurückschießt oder zurückkämpft, wie auch immer. Und zwar fange ich jetzt an mit Psionisieren. Mein Magus macht einen Smite auf deine Kreuzritter. Das kommt, na 7. Den bann ich. Ja, kannst du doch machen. Ist nicht gebannt.
2 Schaden, 2 Mortal Wounds, 2 Kreuzritter Toad. Kreuzritter weg, ne? Und dann macht, warte mal, ich könnte, wieder vergessen, wer den Zauberspruch hat, dass Feel No Pain gemacht werden kann. Das kann der. Ja. Da gebe ich noch ein CP aus, das darf ich einmal pro Spiel machen. Dann darf der einen zweiten Zauber sprechen. Oh. Und dann mache ich noch den Feel No Pain auf die große Einheit. Das kommt. Ja. Mit einer 8. Das möchte ich auch nicht machen. Und dann macht mein Patriarch noch einen Smite. Die nächste Einheit sind auch die Kreuzritter. Kommt. Den bann ich mit meiner Asphaltin. Oh, das ist so nicht traurig. Gebufft. Nochmal 2 tot. Das ist wirklich traurig. Ja, jetzt müssen mal ein paar Mortal Wounds hier kommen. Der Ehrenwehrsor macht mir immer noch richtig Sorge. Gut. Dann habe ich hier noch da habe ich noch ein paar Pistolen. Das sind nach Adam Riese 8 Pistolen, weil ich 2 Sägen habe und die natürlich die Arme belegt haben. Ja. Auf Eddie. Auf den Eversor ist das hier. Aber ist das die nächste Einheit? Achso, nee. Aber die sind näher, oder? Die sind, dann schieße ich auf die. Komm. Messen wir jetzt nicht nach. Ich schieße auf die. Ich bin ja 3 Zoll zum Auto. 4. 4. Dann habe ich einen 3er. Nee, 3, sorry. Ja. Dreimal auf die 4. Dreimal. Einer tot. Juhu! Dann bin ich hier bei, da ist eine Pistole drin, auch auf die gleiche Einheit. Trifft nicht. 3W6 Flammen. Das sind 13, 10, 5, 8, 10, 13 mal, Max. Auf die 4. Und jetzt wieder gut rühren. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, das ist ja fast Schnitt. 6 mal ohne Minus. Ohne Minus. Da habe ich meine 3er-Buchse. Sterndeckung. Oh. 5 tot. Ei, der war hart. Ja, sehr hart. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt Schaden machen. Ich habe letzte Woche gemerkt, wie schnell doch die Infanterie stirbt. Und da ich jetzt auch keine anderen Ausweichziele mehr für den Max hier bieten kann, wird er wahrscheinlich nächste Runde meine Infanterie weglutschen. Und jetzt muss es eigentlich klappen. Ja. Dann habe ich hier noch einen Flammenwerfertrupp. Mhm. Der schießt mal einfach... der schießt einfach mal auf die Jungs. Okay. Auf die mit den Granatenwerfern, die eigentlich auch schon weg sein müssen. Erstmal die Flammenwaffen. Boah, das ist viel, ne? Ja. 15, ne? Warte mal. Dann hast du auch alles erstmal so ausgeschossen. Die gehen in Deckung, glaube ich mal. Für CP? Hier sind so wenig Leute, da lohnt es sich nicht. Da sind da auch noch 3. Ja, aber da lohnt es sich nicht, 2 CP auszugeben, dass ich auch 4 plus Abwehr vorher mache, weil... Ja. Dann sind die Deckung, haben die eine 3er Buchse, obwohl sie nicht in Deckung stehen. Auf die 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, eigentlich auch Schnitt, ne? Minus nix. 7 mal mit nüscht. Komm, jetzt können wir auch besser, jawoll. Oh, einer nur tot? Einer nur tot. Überlegt mal, 15 Treffer, einer tot, ne? Dafür ist aber gerade auch und ich 6 von 5. 2 Pistolen, ein Treffer. Eine Wunde noch, Max, ohne Minus. Ach, natürlich. Da geht noch einer durch, eine Kultistenpistole. Dann habe ich noch den Kelomorph und der schießt auf deine Rattlings. Frechheit. Auf die 2. Dann habe ich nochmal sofort 5 Schuss. 11 Treffer. Der geht einem schon hart auf den Sack. Stärke 4. Haben die Widerstand? Was haben die für Widerstand? Haben die Widerstand 3? Widerstand 2? Oh, auf die 2. Es wird immer besser. Ach du Schande. Das sind dann 4, 5, 9 mal mit minus 1. Und da haben wir schon nachgeguckt. Das ist jetzt ein 5er Rüstungswurf. Das Unit ist tot. Boah, das ist traurig. Jetzt geht's hier richtig los, Max. Merkst du das? Ja, ich merk's. Das ist nicht schön. Jetzt gucke ich mir mal eben so an, wie viel da hinten noch von der großen Einheit schießen kann. Die ist ja nicht vorgerückt, dann sind wir gleich wieder zurück. Da sind natürlich noch 11 Pistolen in der Einheit. Die schieße ich noch auf die große Einheit Zion. Treffe auf die 4. Verwunde auf die 4. Das sind 1, 2, 3, 4 mal kein Minus, Max. 4?
4x4 4 plus. 4x auf die 3, ich stehe in Deckung. Achso, ich stehe in Deckung, genau. Einer. Gut. Alles klar. Dann habe ich komplett geschossen. Gut. Reicht, ne? Ja, absolut. Das war jetzt mal wirklich nicht schlecht, auch wenn die eine Einheit noch gut gerüstet hat. Also dieser eine Granatwerfer, der hätte meinetwegen jetzt auch noch weg sein dürfen. Wo haben wir denn den schwierigsten Charge? Ich glaube, der schwierigste Charge ist immer noch hier, ne? Ich bin 4 Zoll nach vorne gegangen, brauche ich noch... Ich habe jetzt die vorderen schön weggenommen, die du weggerüttelt hast. Das ist eine 6. Plus 1, eine 7. Eine 7er Charge, dann ist das der schwierigste, dann mache ich den zuerst. Ich sage hier einen Angriff an auf die Seite. Du möchtest den Eberson angreifen? Nein, den möchte ich nicht angreifen. Okay. Ah! Ha, guck mal, die haben so Bock, ne? Guck mal, Leute, die haben so Bock. Zack. Zack. Ja, ganz schön große Base. Ja, die haben 32 mm Basis. Das ist natürlich für ein Widerstand 3 Modell mit 5er Rüstung total super. Aber GW hat sich da was bei gedacht. Bestimmt. Dann greife ich einfach noch hier an. Ja. Da greife ich auch die an. Nur. Ist eine 5, das sollte reichen. Ich denke, es ist tatsächlich eine 4. Naja, ist eine 5. Dann haben die den Angriff nicht geschafft, weil wir ja diese tolle Mission haben. Ja, ist lustig, ne? Ja. Ich meine, die ganzen anderen Missionen sind immer so, so vorausschauend und jetzt haben wir einfach mal alle minus 1 auf Charge und Angriff und was nicht alles. Das ist verrückt. Ja, ja, Max, dann greife ich mit den 5 die Jungs an. Okay, ja, ich kann da kein Abwehrfeuer geben, leider. Mit einer 3 reicht das nicht, ne? Nee, also... Oh, das ist jetzt doof. Ist eine 3,5 plus 1. Das also ist jetzt 4. Doof, weil ich muss... Ja. Da musst du da rein. Da würde ich sogar den C4 ausgeben für Abwehrfeuer. Ja, ich darf einen Charge wiederholen. Aber ich glaube, ich brauche den gleich für da. Das wäre auf jeden Fall ist mit der wichtigste. Also ist wichtiger als das auf jeden Fall. Aber wenn ich da reinkomme, kann ich natürlich auch ein bisschen peinen, aber du hast Obsec. Du wirst mit denen... Wirst oh, ist das doof jetzt, ne? Jetzt ist doof. Ne, dann mache ich das natürlich nicht. Dann kann ich das nicht machen. Dann greife ich mit dem großen Trupp dahin. Da nehme ich meinen letzten CP für Abwehrfeuer aus. Guck auf jetzt die 6. Mal, ob ich den CP wiederbekomme endlich. Ne. Und den CP gerade für... Irgendwas habe ich da gerade für Deckung. Oh, du kriegst einen CP wieder, Max. Das heißt, dann würde ich da sogar die beiden CP ausgeben. Wann wird das denn gewöhnt? Achso, gut. Weil das war ja die Verdeckung, der war ja vorher. Ja. Dann darfst du auch 4 plus wieder Abwehrfeuer machen. Aber dann habe ich auch kein CP mehr. Für diese Runde. Du hast schon einen mit dem Melter hast du weggeknüppelt. Dann schießt der zweite Melter. Trifft. Verwundet. Ja, einer tot, ne? Der Chef mit seiner Boltpistole. Trifft. Verwundet. Habe ich da den Fino Pan durchbekommen? Den habe ich gemacht. Ja, ne? Den hast du durchbekommen, den konnte ich nicht bannen. Also, genau, da musst du noch eben Schaden würfeln. Du kannst mal einen Philopain oder einen Rüstungswurf Philopain für die Boltpistole machen. Rüstungswurf, Philopain. Ne? Und die Meter? 2. 2 Schaden, 2 Fünfen, komm, da kann man es schaffen. Jawoll! Ja. Sauerei. Dann steht er nicht noch. Plasma, Schnellfeuer ohne Überhitzung. Boah. Auf die 2. 3 Stück. Einmal. Einer. Einen geschafft. 2 tot. Und dann noch 10 Schuss. Noch 10 Schuss. 10 Schuss Lasergewehr. Auf die 4. Ja. Na gut, der war nicht ganz so tolle. Der war nicht überfasst. Auf die 4, nach einer, Fiona Payne, nicht geschafft mit der 4. Ja, hast du immerhin 4 ausgeschossen, das ist jetzt nicht so verkehrt. Ne? Und gerade den Melter hast du den Fiona Payne geschafft. Ja, ja, Charge, ne? Das reicht nicht, das sehe ich schon. Das dürfte eine 5 sein, ne? Oder eine 6 sogar. Das ist eine 5, also du brauchst eine 6. Ich brauche eine 6, toll. CP, habe ich danach noch einen. Ja, das ist eine 8. Passt, wir bewegen die Modelle und sehen uns in der Nahkampfphase wieder. So, ich bin auch gleich reingepeilt. Ich nehme die Einheit als erstes. Ich habe jetzt erstmal 8 Attacken Sägen.
Auf die 3. Treffen die schlechter oder so? Nee. Da kann ich also gleich 8 Männchen entfernen. Stärke 8. Sind 7 Tote. Reicht das schon? Minus 4. Ich habe noch 2 Modelle am Leben dann. Gut, dann haue ich noch zu 10. Dann mache ich erstmal 10. Ich habe 7 Modelle. Das sind mal 2. 14. 14, genau. 14 Attacken. Der Lieutenant 1 war eine Attacke. Genau, den mache ich mit. Das sind dann erstmal die Zangenkrallen-Attacken. Ja. Da kann ich die letzten 2 wahrscheinlich auch wegnehmen. Ja, toll. Ganz viele 2 Einsen darf ich wegen des Banners wiederholen. Das ist toll, wie immer, ne? Ja, ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, Stärke 4. Alle Punkte, René. Ist gut. Gut, dann ist die Einheit ausgelöscht. Und ich peile nach in dein Tempesto-Chef. Ah, jetzt kriegst du dir ein E-Schwert, ne? Und in deine Lady, damit die... Die hat Knüppel. Die darf mich, die immer die Lady darf mich knüppeln. Das ist aber so gar kein Problem, ne? So. Dann sind wir hier gelandet, Max. Du darfst ja auch nicht mehr dazwischen grätschen, du hast ja kein CP mehr, ne? Ach, lohnt sich auch nicht unbedingt. So, dann wird gepeilt. Zack. 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 Dann mache ich erstmal die Sägen. Das sind wieder, da sind 2 Sägen drin, Max. Okay. Da treffe ich alles. Stärke 8. Oh, nee. Nur einer. Leider nicht. Nur einer tot, Max. Da muss ich noch mit allen anderen Modellen. 8 mal 2 sind 16, ne? Ja. Nach Adam Riese. Das sind 8, 10, 15, 16. Machen wir erst, das sind die Zangenkrallen dann. Das war jetzt aber doof. Also die nach den Zangenkrallen noch andere Attacken? Ja, die haben noch ein Messer. Aber jetzt hätten die Makitas nicht geölt, ne? Nee, die waren vielleicht zu lange kalt. Weißt du, werfen mal eine kalte Kettensäge an. Ne? So. Hätten wir mal lieber Bosch genommen. Die dürfen auch Einsen wiederholen wegen der Echo. Black & Decker oder? Black & Decker, aber dann lieber Makita, ne? Oh, kriegen wir vielleicht hier Namensprobleme, ne? Hilti wäre natürlich auch super, ne? So, 5. Auf dem Board, die schwören alle auf Hilti. 11 mal minus 1. Ja, ich werde keine 11. 11 mal 5 plus auch nicht machen, okay? Nee, ist unwahrscheinlich. Dann peile ich einfach mal nicht, warum. Nö. Hältst du frech den Marker, oder? Halte ich frech den Marker, gibt mir nämlich gleich schön 4 Punkte hier zusätzlich. Der Max darf noch mit seinem Tempesto zurückkommen. Und mit der alten. Und ich fange mit der alten an. Ja. Die alte hat den Psy-Stab. Der macht plus 2 Stärke. Das heißt, sie hat 3 Attacken, trifft auf die 3 und hat Stärke 5. Boah. Minus 1 und W3 Schaden. Das ist viel. Zwei Wunden, machst du Minus, was war das? 2. Ja, geht durch, musst du mir 3 Schaden machen, weil ich habe ja viel noch Pain an. 3 und 3. Gut, tot und super tot. Und der Olle Tempestor, zack, 3 Attacken. Ja. Trifft auf die 3. Hat jetzt ein Energieschwert, das macht plus 1 neuerdings, ne, Stärke. Ja, genau. Hat die Stärke 4. Auch der 2 tot. Minus 3, 1 Schaden. Beide fehlen nur penisiert. Das ist traurig, Tempestor. Gut. Macht das so seriös. Hast du Moralwettests zu machen? Ich glaube, ich habe fast... Der, wenn. Ja, genau. Alle anderen sind ja tot. Ja, der läuft natürlich. Der läuft weg. Dann mache ich viele Punkte, Max. Ich mache 3 von mir plus 2 von... 4 von dir. Ne? Mache ich 7 Punkte. Kriegst du 10. Zwei, die, sind, hast, die sind zwei, dann zwei hast Wert. Du vier, ja. Und dann kommen wir jetzt mal zu deiner Runde 3. Bis gleich. Die dritte Runde des Militarum Tempestus hat begonnen und jetzt geht's darum, schlagt sie zurück. So ist das. Ich mache erstmal auf die Burgrins plus 1 auf den Rüstungswurf. Mit dem. Ja. So, dann kannst du mich auch nicht bannen. Ah, okay, sehr schön. Fällt mir gerade mal so ein. Kommt auf eine 6. Jawohl. Perfekt. Wenn ich dich bannen kann, wir messen das jetzt nicht. Dann. Der ist auch aus der Reichweite. Die ist auch aus der Bannreichweite. Auch von dem weg, ja. Okay. Von dem, das muss ich. Ich habe nur noch von dem anderen geguckt. Ja. Ist auch knapp raus. Knapp. Also, es sollte alles so sein, dass die nicht gebannt werden kann. Deswegen war er gerade so. Dann mache ich nämlich einfach mal einen Schmetterschlag.
Ja, klar. Ja. Kommt. W3 tödliche Wunden. 3. Feel no pain. Tot. 3 Stück tot. 1, 2. Jetzt stehen nur noch die Makitas und Schanatträger und Champion. So, ich habe übrigens mir einen meiner Kreuzritter wiedergeholt mit einem Glaubensakt. Auf die 2 Plus kann man... Ich habe ja auch einige verloren. Ich habe gar keinen Moralwert-Test am Ende meiner Runde gemacht. Ja. 2, wenn ich, du hast nur mir noch ein paar rausgeschlagen. Boah, ich habe im Abwehrfeuer 5 getötet und 3 noch umgekloppt, ne? Ja, dann rennt noch einer. Ja. Und dann machen wir das mal eben kurz live. Sind noch 5 Modelle, ne? Geht noch einer. Ja gut. Ja, dann hat es wenigstens seine Richtigkeit. Ja, gut. Dann wäre wiederum, dann wären die wahrscheinlich eher nach da gelaufen, weil dann macht es keinen Sinn. Das sollten die Burgrins alleine machen. Das sollten die Burgrins alleine machen, genau. So, war zwischendurch mal ein kleiner. Ja, kann passieren. Kleiner Abflug. Wir haben spät in der Woche. Schießen. Der Kollege mit der Plasmapistole gibt sich den Befehl, Einsinn zu wiederholen. Jawohl. Treffen macht jetzt keinen Unterschied. Der Kollege hier gibt den Jungs Befehle. Oder Doppelschießen. Nee, Einsinn zu wiederholen und auf die 4 Plus Doppelschießen mit Schnellfeuer. Sehr gut. Ich wollte mal hinterm Würfel her. Weil das war so offensichtlich, als er deine Hand verlassen hat, dass er auf jeden Fall auf den Boden fällt. Ja. So. Das First Ring bringt auch nicht gerade so viel mehr, aber egal. Und auf sich selbst gibt er den Befehl, der hat nur einen Nahkampfwaffen, also scheißegal. Fängt er... Den Befehl kenne ich nicht. Der Kriegsherr fängt an, schießt mit der Plasmapistole einen so einen Akolyten ins Gesicht. Erfolgreich. Und verwundet. Ist das überlebt? Nein. Das habe ich mir nicht getraut. Einer tot. Ja, dann, was jetzt? Ist ja sowieso egal. Nehme ich die letzte Makita weg. Ja, so, dann. Ja, dann der Eversor mit seiner Pistole 4 Schuss in den Mob. Jawohl. Auf die 2. 4, ne? Wiederholbar. Oder so war das doch, ne? Ja, ja. Stärke 4. Stärke 4, okay. 3 Stück minus 1 war das ja, oder so, ne? 6er, 3 Stück tot. Ja, das ist so, ne? Ich habe jetzt hier schön die Markerpunkte angesammelt. Ich werde aber höchstwahrscheinlich jetzt hier in der Mitte wenigstens vernichtet. Also, ihr kämpft hier mit meinem Marker zurück. Genau. Die Kollegen schießen komplett da rein. Die ja? Ja. Okay. Melter, 1 wiederholen. Trifft brauche ich nicht. Runde, jo. Die Plasmapistole schießt doppelt, ohne Überhitzung. Doppelt? Also schnell vor Reichweite. Plasmawerfer meinst du? Plasmawerfer, genau. Achso. Und doppelt, weil ich diesen Befehl habe, First von okay. Fire. Also. Und ich nehme gleich die Pistole mit, weil die haben ja gleich Stärke und Durchschlag gleich. Ne? Und du überhitzt nicht. Natürlich. Und überhitzt nicht, ab 5 Schuss deswegen. Super. Und eins beim Treffen wiederholen. Braucht gut. Von aus. Nee, fast. Fast. Sehr viel 4 und auf die 3, 2, ne? 2 tot. Da sind die Einsen. Zack, zack. So, jetzt kann nur noch mein Auto schießen. Jawohl. Und das schießt jetzt den komischen Kellermorph um. Weil gut. Der hat keine 3 Modelle mehr vor sich. Das ist richtig. Beziehungsweise ich schieße mit dem Sturmbolter. Da darf ich jetzt 4-mal schießen, richtig? Jawohl, du bist der ja der schießt hier vorne. In die Einheit hier vorne und der Rest schießt in den. Gut. Du triffst noch auf die 4. Auf die 4, weil ich 3 Leben habe. 3 bis 5 ist die... Nee, auf die 5. Nee, auf die 4. Ich treffe nochmal, das auf die 3 ist ja Tempestus. Der Prime, ne? Genau. Genau, gut. Erstmal hier in die... Sturmbolter? Sturmbolter. Gut. Ne, nicht die 3 nicht, ne? Ach, warum? Du hast... du hast vollkommen recht, ja. Ja, ist egal. War nur einer. Ich, also. War nur einer. Rüstungswurf nicht bestanden. Stimmt, ja. Ich bin ja immer ein Schlechter. Kampfgeschütz, W6 Schuss. Die 3. Diesmal behalte ich sie. Ja, würde ich jetzt mit einem CP nur sagen, dass das die richtige Meinung ist. Ich hab's gelernt. Auf die 4. Sehr gut. Auf die 2. Ne? Bretter? Ja, hat er. Kein bestanden? Die 3 Schaden. Ja, gut. Ja. Dann ist der Kehlermorph leider tot. Das ist schade. Den hätte ich noch gerne behalten, weil der ist, glaube ich, richtig der gut. Der ist fies. Ja. Das waren so die Schüsse, dann würde ich in den Nahkampf übergehen. Jawohl.
mit den Bulgrins. In den Nahkampf, ich gebe natürlich kein Abwehrfeuer. Ein Doppel-1 wird reichen. Ups. Dann. Ne, der Priester bleibt da, wo er ist. Die gehen da rein. Doppel-1. Der Eddie. Eviso reicht auch eine Doppel-1 und die Kollegen dahin, da würfel ich nochmal, weil Doppel-1 wird nicht reichen, wegen dem -1. Die wollen aber auch. Und der Tempestor geht mit, ja, der Prime, dann kommt alle da drin. Du bist komplett drin, wir machen die Nahkampfphase auch off-cam, weil ich denke mal, das ist ziemlich heftig, was jetzt einprasseln wird. Und dann sehen wir uns dann. Ich nehme noch den mit. Nimmst du den noch mit? Nimmst du den noch auf dem Kühlergrill? Reicht nicht. Leider nein. Alles klar, dann sag ich mal, bis gleich in meiner Runde. Die Nahkampfphase ist beendet und der Max hat kurz einen Prozess gemacht, ne? Ja. Du hast alles platt gemacht. Ich habe aber allerdings hier die drei Sions erschlagen. Ich war traurig, die haben nichts gemacht. Die haben gar nichts gemacht und ich habe zurückgehauen, habe ich natürlich getötet. Ja, so. Der Prime steht noch, kämpft noch, heldenhaft. Es ist jetzt wirklich noch, also wir haben jetzt noch zwei Spielzüge jeder, aber wir haben eigentlich kaum noch was. Es geht eigentlich nur noch darum, der Max kann die zwar vorhin da hinten erschießen versuchen. Ich muss irgendwie auf die Marker kommen vom René. Und das wird wahrscheinlich kaum möglich sein. Ja. In zwei Runden. Ne? Wir probieren es aus. Wir probieren es aus und wir sagen euch nachher, wie es ausgeht. Jetzt aktuell führe ich natürlich durch diese eine Runde, da ich hier 4 zusätzliche Punkte bekommen habe. Ne? Ja. Und einen Marker kann der Max relativ gut in Anführungsstrichen wegmachen, dann halte ich den wenigstens nicht. Ne? Ja. Und dann sehen wir uns am Ende des Spiels wieder. Bis gleich! Die letzte Runde ist vorbei. Das Spielfeld ist relativ frei geworden. Wir haben uns hier noch ein bisschen auf die Mütze gegeben, aber der Sieg war den Jeans-Dealern nicht mehr zu nehmen. Nee. Es ist ausgegangen, können wir schon mal verraten. 20 zu 15. Glück auf, der Steiger kommt. Entschuldigt unser Sieg. Für den Jeans-Dealer-Kult. Ja. Ja, war ein nettes kleines Spiel. Die Mission war auch wieder total super. Und das machen wir gleich noch in der kurzen Nachbesprechung. So, schönes Spielchen haben wir gehabt, Max. Ja. Woran hättet ihr legen? Ich kam nicht raus aus meinem Verteidigungszone. Ich habe meine Zone erfolgreich verteidigt. Ja, du hast jede Runde am Ende deiner Runde die Punkte fürs Markerhalten bekommen. Ne? Ich habe meine Zone erfolgreich verteidigt. Ich habe nur nicht geschafft, so wie du das gemacht hast, eine Runde bei dir hinzukommen, weil dazu ist die Imperiale Armee noch nicht gemacht. Du hättest, haben wir gerade schon gesagt, du wolltest deine Sion spielen, du hättest auch 40, 50 Soldaten mit Move spielen können, dann wärst du in meine Ausstellungszone gekommen, du wärst auch mir auch entgegengekommen. Ich hätte vielleicht den Eversor-Assassinen von hinten, also in deinem Brutlord zum Beispiel, schocken lassen können oder halt nach irgendwo anders hin, aber ich musste die Aberrants da so ein bisschen, Die wollte ich weghaben, weil die haben mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Ja, die waren, ja, ich habe sie jetzt nicht hingestellt. Ich meine, die Einheit ist günstig. Ich habe es jetzt diesmal in eine kleine Einheit mitgenommen, die extra ein bisschen günstiger ist. Die aber auch mal, die haben ja immerhin 3 Bulgrins sehr einfach weggemacht. Ogrins. Die hätten jetzt auch 5 Ogrins getötet. Absolut. Sag ich mal so. Ne? Absolut. Deswegen. Können wir mal Neid umkloppen. Ja, wenn sie eine volle Einheit sind, voll gebufft und so, dann können die das auch. Habe ich die Erfahrung gemacht, das geht. Ja, aber so eine 5er Einheit habe ich mir gedacht, so nicht um total aggressiv sofort mit denen auf die größte Einheit zu gehen, sondern aber die 5, die können auch mal einen angefressenen Panzer rausnehmen und sowas. Dafür habe ich sie mitgenommen, da waren sie auch eigentlich ganz gut. Und ja, aber irgendwie ein lustiges Spiel von der Mission her, ne? Ja, es ist halt wirklich einfach, man muss nicht viel nachdenken. Hat jetzt auch wieder nicht viel Zufall dabei, also wenn wir uns beide einfach nur auf unsere Marke halten beschränkt hätten, wäre es unentschieden gewesen. Ja, wir hätten auch in unseren Ausstellungszonen uns quasi an den Markern tummeln können. Wir hätten jede Runde 3 Punkte gescored und gut wäre gewesen. Ja, das ist sehr, sehr simpel, sehr einfach. Aber ist schon halt ganz lustig, weil die Aufstellungszone so ein bisschen interessant ist. Das ist ja das Bescheuerte. Die haben wir ja zufällig zu dieser Mission gezogen. Ne? Wo es auch noch um Aufstellung, um Marker in Aufstellungszonen geht. Weil alle Marker waren in einer Aufstellungszone. Ja, ne? Also letztendlich ist das
Jetzt ist das Punkten wieder nicht zufällig, aber die Aufstellungszone und der Rest ist sehr zufällig und die Mission an für sich. Also es hat schon einen gewissen Fun-Faktor, es ist schon einfach, abends mal ein bisschen zu zocken, man muss sich nicht sein Hirn zermartern, welche Sekundärmissionen nämlich und wie freut euch das? Genau, meine Mission jetzt hier, so was weiß ich, hier Engage on the Fronts, muss ich 3 Runden im Vorfeld planen, ja. Mit welchen Einheiten mache ich das? Und hier liegen 6 Marker auf dem Feld, 3 in der jeweiligen Ausstellungszone und die jeweiligen anderen vom Gegner sind halt ein bisschen mehr wert. Ja. Ne? Ich muss mir nicht überlegen, wie viel Sekundärmissionen gebe ich mit meiner Armee ab, was kann ich überhaupt erreichen, weil ich glaube, mit meiner Armee, die ich habe, ich kriege nichts, ich wüsste es gar nicht, Sekundärmission wirklich, die ich machen kann. Ja, außer mit Schocken, Engage on the Front. Ja, aber da habe ich Banner. Große, teure Einheiten, die brauche ich fürs Schießen. Also genau, du könntest Banner aufstellen, dürftest dann aber nicht schießen. Ja, fantastisch. Also deswegen, das macht Spaß. Also ist was anderes als immer. Das ist vollkommen ungezwungen. Ne? Ja. Dass man stellt eine flexible Armee auf. Ne? Also selbst hier, was hätte dir jetzt in dieser Armee einen Todesstern gebracht? Irgendwie. So eine richtig mega fette Einheit. Ja, auch nicht viel. Auch nicht viel, ne? Die jetzt in der Mitte vielleicht hinstellen können, dann wäre die mal dahin gegangen, dann wäre die da hinten gewesen, dann hätte ich hier angegriffen und du hättest voll viele Punkte in einer Einheit gebündelt. Ne? Ja, ich fand die Akolyten gut. Ne? Also die sind, wenn die mal richtig zuschlagen, ich meine, die haben ja auch schon Aggressoren getötet. Und die haben viele Attacken. Also die haben viele Attacken. Auch eine 5er-Einheit. Ne? Eine 5er-Einheit hat auch immerhin 10 Attacken, Stärke 4 minus 1. Das ist nicht schlecht. Ja, die vertragen halt nicht das Echo, aber... Das ist richtig, aber das ist halt Jeans. Aber die teilen halt gut aus, das ist keine Frage. Auch gegen dich, du hast mich auch fast getabelt. Ich hatte noch 10 Neophyten oder ein paar... Ja, du hast die mal wieder... Ja, stimmt, ich habe die wieder... Eigentlich nur einer und der wäre jetzt tot gewesen. Ich hatte irgendwie noch 2 Trupps Neophyten, meinen Magus und einen Patriarchen. Also du hast mich ja auch fast vernichtet. Aber ich hatte auch nicht mehr viel, muss man sagen. Du hattest auch nicht mehr viel und diese eine Runde, wo ich wirklich mal gebündelt nach vorne kommen konnte... Und dir 2 Marker auf einmal. Das war auch wichtig. Das war auch wichtig, dass ich das zweimal dass ich das bei 2 Markern geschafft habe. Und der Patriarch, der hat das gemacht, was er soll. Der hat einmal war es wichtig, dass die Einheit furchtlos war, damit ich dann nicht noch mehr verliere. Der hat gesmited, der hat nachher die Bulgrins fast tot gesmited. Ja, die Bulgrins wurden tot gesmited, dann hat er die ausgelöscht. Ja, dann im Nahkampf den letzten noch versnackt. Weil ich ja von den Punkten sowieso schon nicht mehr einzuholen war, bin ich vom Marker und dann hat er sich den weggesnackt. Ja, ich habe auch nichts mit, ich habe auch keine Rettungshofschilde dabei gehabt. Wie fandst du denn die Ridge Runner? Du hattest Angst vor denen, ne? Ja, weil die einzig harte Waffe hatten, um mein Auto zu knacken. Und ich habe es bis zum Schluss nicht geschafft. Und ich muss mal sagen, das war schon relativ Pech. Ne? In der ersten Runde war es Pech und dann hattest du den Zauber drauf und dann auf die 5 Treffen. So, ja. Weißt du, wen ich vergessen habe? Der Kehlermorph. Den müsste ich eigentlich hier hinstellen. Der war richtig gut. Ich müsste so ein Pile of Shame machen. Da gehören die Rattlings rein, die mit als Sniper, ich weiß, warum ich die nicht spiele, die können halt einfach überhaupt nichts. Die Ogrins, gut, die konnten jetzt nichts dafür, dass sie in der ersten Runde da direkt totgeschlagen wurden, obwohl die haben, in der zweiten Runde, also sie haben halt auch nichts gemacht. Die haben auch nichts gemacht. Das ist schon sehr traurig, meine Burgrins haben auch nicht so wirklich was gemacht. Ja, die haben halt einen Marker gehalten, was jetzt, gut. Ja, der einzige, Eversor, der hat Spaß gemacht, der macht immer Spaß, deswegen habe ich den mitgenommen. Eversor ist auch ein gutes Modell. Und die Sions halt mit ihren Lasergewehren waren auch nicht schlecht. Das Abwehrfeuer auf die 4, da habe ich die so ein bisschen geärgert. Boah, das ist hart, ne? Das ist hart. Gut, kostet auch 2 Kommandopunkte, aber natürlich auch irgendwo zurecht. Ne? Absolut. Und ja, ansonsten, der Rest war halt so nichts Spektakuläres. Aber hat Spaß gemacht. Ist halt, wie gesagt, mal ohne Kopf ausschalten und ein bisschen zocken. Ja, also dafür ist es wirklich, wenn man einfach mal wirklich Bock hat, ach komm, ich will mal jetzt mal die Einheit spielen und die Einheit und man weiß eigentlich schon, so in dieser 9. Edition, man weiß dann eigentlich schon bei manchen Einheiten, ja, eigentlich ist das Quatsch, dass du die jetzt spielst. Wie Ogrins und Redlings und sowas. Ja, oder ja. Irgendwelche komischen Einheiten bei dir, das ist halt so. Aber in so einem Spiel, wo es dann halt mal einfach nur so ein paar Marker halten geht, wo man jetzt nicht planen muss,
kann ich was maximieren, weil das neunte Editions Missionsdesign aus dem Grand Tournament Book ist nicht nur ein Spiel, das Missionen maximieren, sondern auch das Armee maximieren. So, das muss man ganz eindeutig mit so sagen. Armee, so, wo du sagst, ach, da gefallen mir die Modelle, da spiele ich das. Heißt noch lange nicht, dass ich damit die Missionen spielen kann. Kann man machen, aber hinterher sitze ich da und kann eine Mission von drei mir ausfällen und zwei sind so irgendwie und dann mache ich da ein, zwei, drei Punkte und das war's. Ja. Da macht es auch keinen Spaß. Richtig. Und das hat Spaß gemacht. Wir haben es wirklich wieder. Wir haben wirklich die Kartendecks gemischt. Wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, ja komm, jetzt nehmen wir die Mission mit der Aufstellung, weil das passt irgendwie gerade. Nein, das war zufällig gezogen. Ich glaube, es wäre auch egal gewesen, was für eine Mission wir gezogen hätten. Wir hätten immer das irgendwie auf unsere beiden Armeen so als Geschichte spinnen können, weil halt die richtig. So verrückte Aufstellungszonen haben und. Genau, da sind noch verrücktere Aufstellungszonen ja. Als die hier drin. Ne? Also das war ja jetzt fast schon human, kann man sagen. Da gibt es irgendwelche, wo ein Relikt, der eine muss das Relikt klauen, der andere muss das holen, da kannst du ja auch eine lustige Geschichte zu ausdenken. Das hat jetzt irgendwie gepasst. Ich stehe in der Mitte, verteidige und René kommt von den Flanken und greift mich an. Ja, vor allen Dingen, man packt wirklich, man hat auf einmal diese Mission, auch mit diesem blöden Missionsumstand, ne? Das darfst du ja nicht vergessen. Der Missionsumstand, der hat mich, glaube ich, mehr getroffen als dich. Ne? Ja. Ich bin eine Nahkampfarmee, die gerne schockt und angreift, aber mit -1 zum Angriff ist das eine sehr harte Nummer auf einmal. Das ist richtig. Ne? Fast nicht möglich. Wir haben jetzt die Karten rausgelassen, bei denen man irgendwie so sofortige Siegbedingungen und sowas gibt es auch noch Karten, ne? Wo man irgendwie Bonus bekommt, wenn man Punkte weniger hat. Aber ja, wir haben jetzt die Anleitung, da ist noch so eine kleine Anleitung, aber die habe ich jetzt leider nicht gefunden. Aber da wir beide eh im Grunde gleich viele Punkte haben, haben wir genau, richtig. Und bevor einer auf einmal schreit, ja, das Spiel ist jetzt gewonnen, weil ich habe die geheime Mission erfüllt. Das sind meistens so Schlachtende-Dinger, dass die Aufstellungszone frei sein muss. Ah, okay. Und dann ist es egal, wie viele Punkte bei Markern du gemacht hättest zum Beispiel, dann hätte derjenige gewonnen, der so eine sofortige Siegkarte in der Hand hat. Ah, okay. Ja, das ist halt auch doof. Deswegen, das war schon... Ne, das war okay. Gemacht, ja. Ne, drei Karten ziehen, man hat auf einmal eine super lustige Mission, man muss aber sofort auch ein bisschen kreativ denken. Ja. Aber das ist, finde ich, nicht so verbohrt wie dieses neunte Editionsdesign. Was auch in Ordnung ist. Ja. Ne? Das ist super spielbar. Wir spielen das ja auch gerne. Wir maximieren ja auch gerne mal eine Armee. Ne? Aber halt nicht immer. Nur nicht immer. Ne? Und wir hatten aber trotzdem ein schönes Spiel, was zwischendurch ein bisschen spannend war. Ja. Ja gut, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Ja, ne? Vielen Dank. Und bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter. Dacca Dacca TV. Adios. Ciao.